Und ja, dann würde ich mal sagen, damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdor zu einem neuen Part. Guck mal, let's go, Ivo, lieber dem Zwergenfürst. Wir sind hier direkt in Mordevs Kampf, in der Herausforderung hier, die plötzlich auf uns zukam. Im letzten Part mussten wir da aufhören an dieser Stelle. Jetzt machen wir weiter. Guck mal, Trainer Mordev fordert dich heraus. Das war ziemlich schnell. Ja, auf geht's. Die Herausforderung am Anfang des Parts. Es geht los. Geht's. Oh, ja. Mein Team ist ziemlich schwach. Das haben wir im letzten Part ziemlich durchgekämpft. Drei Pokémon gegen zwei, ja. Kid und Blackie sind noch da. Das kriegen wir noch hin. Tauboga gegen Tauboga. Was für ein Kampf. So kann dann Schwarz doch beginnen. Na komm. Flügelschlag. Das feindliche Team. Das gegnerische Team. Nicht das feindliche Team. Mordev doch nicht. Mordev doch nicht feind. Ja. Ich sag weiterhin Flügelschlag. Flügelschlag gegen Flügelschlag. Na komm. Das kriegen wir doch gebacken. Einmal ein Trinkchen. Ja. Joy-Con muss sich ausruhen. Joy-Con muss schlafen. So, geht's. Super Dank. Das sollte mein Tauboga. Natürlich hat es das, aber Modi hat es auch eingesetzt. Also Mist. Windstoß, versuchen wir es mal damit. Tauboga gegen Tauboga ist ein bisschen. Ist ein bisschen müder Kampf. Level 18, Level 20. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen schlecht. Flügelschlag scheint das einzige zu sein, was hilft. Der Kampf der Giganten hier. Mal wieder. Tauboga gegen Tauboga. Und wer wird sich jetzt der Stärke beweisen? Ich vermute, gerade sieht es aus nach Modi, aber ja. So ist es auch. Dann mal Blackie in den Kampf. Jetzt zahlen wir den Tod von. Er ist jetzt nicht tot, aber jetzt zahlen wir den Tod von. Das Game Over von. Ein Pokémon zurück. Naja, das war jetzt nicht so gigantisch, da es schon schlecht war, aber ja. Verkabrand hat es gebracht. Pikachu! Pikachu gegen Evoli, ja. Kämpfe der Giganten hier. Hört's nicht mehr auf. Der Kampf der Giganten. Mordev gegen Zwergi. Evoli gegen Pikachu. Tauboga gegen Tauboga. Ja, so sieht's aus. Verbrannt. Nice. Dann würde ich mal sagen. Attacke! Na komm. Pikachu Donnerschock. Ja, Evoli, halt's aus. Du bist meine letzte Hoffnung. Jetzt das Teammitglied. Pikachu besiegt. Nice. Da wissen wir ja jetzt, wer der bessere ist. Tja. Mirabla, ja, das kriegen wir auch noch hin. Das wird jetzt nicht mehr die Hürde sein. Flackerwand. Oh, okay. Hat's ausgehalten. Na komm. Verbrannt. Alles klar. Das kriegen wir hin. Ein bisschen Wasser. Oh, Schlafwasser. Ist ausschaut. Haben wir einen Aufwecker? Ach, ist fast nicht nötig. Verbrennt von selbst. Ich muss danach unbedingt mal zum Heilungsdingens gehen. Aufwecker. Da haben wir 10 davon. Okay. Und Blackie. Und in der ersten Etage war ja der Heilungstyp. Die Heilungstypen.
Da müssen wir mal hin. Bevor wir gegen Captain kämpfen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. So, ein letzter Stoß. Und Doppelkick. Patz. War wirklich ein letzter Stoß. Haben wir es geschafft. Mordi mal wieder besiegt. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du gewinnst 1260 Pokémon-Dollar und gehst aus dem Kampf gegen Mordi hervor. Na denn. Du hast sie wirklich schwer als... schwer was auf den Kasten, Zwergenfee. Naja, das Leben ist halt so. Also los, gleich zum Captain. Lass dir seine geheime Technik beibringen. Bis später. Ja, aber erstmal Team heilen, dann... gegen den Captain antreten. Der wird wahrscheinlich kämpfen wollen, deshalb. Ja, mal Vorsichtsmaßnahme. Und erstmal die Heilung. In welchem Zimmer war es? Ich glaube, die lächeln in dem Ausgang. Noch nicht rausgehen, das wäre blöd. Also Heilung. Ja, hier können wir uns ausruhen. Jo. Und dann geht's hoch zum Captain. Captain, der Matrose kommt. Die Matrosin. Ja, alles Klärchen, Wunderbärchen. Ja, wir lassen hier ein paar Kämpfe aus. Aber jetzt geht's hoch zum Captain. Einmal zwischensprechen kurz. Ja, und dann geht's gleich nach einer Aufnahmepause weiter beim Captain hier. Und dann machen wir es gleich weiter. Ja, hauen wir es kurz mal rein. Mir geht es gar nicht gut. Ich bin seekrank. Und ich bin der Captain. Du zeigst dem Captain, wie er die Übelkeit mit Entspannungsübungen bekämpfen kann. Was? Yoga hier auf dem Schiff oder was? Einatmen. Ausatmen. Ach, diese Sache. Einatmen. Ausatmen. Ja. Puh, vielen Dank. Jetzt geht's mir gleich um Welten besser. Was sagst du da? Du bist auch hier, um eine geheime Technik von mir zu lernen. Den Gefallen tue ich dir natürlich gern. Komm doch mal hier rüber. Moni, Moni. Ja, so sieht's aus. Hey, sieht so aus, als wolle auch dein Evoli die geheime Technik unbedingt sehr erlernen. Tut mir leid, Kleines, aber nur Menschen können geheime Techniken erlernen. Effekt. Das heißt, ich kann jetzt Zerschneider erlernen? Oder was? Okay. Was soll denn das? Du lässt nicht locker, was? Ich bin um die ganze Welt geschippert, aber ein Pokémon, das eine geheime Technik erlernen will, ist mir noch nie untergekommen. Dein verwegener Blick sagt mir, dass du wohl wirklich ernst nimmst. Dann will ich mal nicht so sein. Ich werde diesem Evoli meine absolut unschlagbare geheime Technik beibringen. Komm doch bitte mal hier rüber. Schau mir gut zu. Und... ja! Blakey hat die geheime Technik durch Zuschauen erlernt. Ja, verschenk mich doch. Versenk mich doch. Übler Versprecher. Dieses Pokémon hat es wirklich geschafft. Es hat die geheime Technik Spaltschnitt durch Zuschauen erlernt. Spaltschnitt hilft dir dabei, Sträucher aus dem Weg zu schaffen. Probier es doch einfach mal an dem Strauch in Orianis City aus. Jetzt, wo mir wieder besser geht, wird's langsam Zeit für die Arbeit. Die MSN sticht nämlich bald in See. Wird eine Weile dauern, bis dieser Kahn wieder in Orania City vor Anker liegt. Pass bis dahin gut auf dich auf. Mache ich. Na dann. Und jetzt mit der geheimen Spalttechnik mal wieder ein paar Beschützer spalten. Na dann, runter von diesem Schiff. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Leute nicht besucht und nicht herausgefordert, aber gut.
Man kann, wie gesagt, nicht alles haben. Ja, dann wollen wir mal raus hier. Oh, was? Legt die MSN jetzt ohne mich ab? Was? Das gibt's doch nicht. Was für ein Zufall. Hey, ich wollte auch mitkommen. Das ist jetzt ohne mich abgelegt. Tja, so ein Mist aber auch. Darauf war ich ja gar nicht gefasst. Aber hier kann man Surfer drauf einsetzen, wie es ausschaut. Naja. Wen haben wir denn hier? Ach, verflixt. Ach, die kommt mir doch bekannt vor. Das sieht doch nach einer bekannten Persönlichkeit aus. Ein bekanntes Gesicht. Ja. Hallo. Die habe ich ja aber gar nicht erwartet in diesem Spiel. Ich war so darin vertieft, Zeichnungen von mir anzufertigen, dass ich gar nicht bemerkt habe, wie mein Schiff in See gestochen ist. Tja, das nenne ich mal Pech. Naja, ich schätze, dass ich wohl noch ein Weilchen bleiben werde. Die Farben des Meeres hier in Kanto hat es mir wirklich angetan. Oh, ja, die Matsurika. Ach, die hier. Was ein Zufall. Na, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die aus der 7. Generation aus Alola hier welche mit reinschiffen. Na, was für eine freudige Überraschung. Hör mal, Trainer aus Kanto, hast du Lust, ein Kämpfchen gegen meine Feen-Pokémon? Ja. Team ist frisch geheilt, dürfte gehen. Mach mal. Hihi, dann nichts wie los. Ich will, dass du dir ein Bild von der Stärke meiner Feen-Pokémon machst. Da bin ich ja gespannt. Wie geil ist das denn? Matsurika hier in diesem Spiel. In der ersten Generation. Ja, sozusagen in der ersten Generation. Die 7. mit der ersten verschmolzten. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Pokémon-Trainer Matsurika fordert dich raus. Okay. Ich setze Mira ein. Ach, wieder so ein Kampf der Giganten. Luff. Mira kann wahrscheinlich Gesang. Nehme ich mal an. Ah ja, und das beweist es gleich. Pumeluff. Pummeluff ist eingeschlafen. Peinlich. Ja, mein Team ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu schwach. Für die ganze Sache hier. Wacht hoffentlich gleich auf. Oder wird besiegt. Wird wahrscheinlich vorher passieren. Das Besiegen. Ja, das war... Das ging schnell. Dann würde ich mal sagen... Blacky? Ja, vielleicht mal Blacky. Mit Blacky kämpfen. Wo wir doch gerade dabei sind. Na dann. Wie wäre es denn mit Doppelkick? Na komm. Zack. Und zack. Ja, das geht nur zweimal. Ist ja auch ein Doppelkick, kein Triplekick. Oder kein Vierfachkick. Okay. Können wir nicht nochmal einsetzen? Dann halt Flackerbrand. Batz. Ja, das hat ganz schön viel gebracht. Und eine Verbrennung. Nein, nicht einschlafen. Evoli nicht. Ja, nicht. Verbrennt sich selbst. Ja, das war schon richtig. Da brauche ich mal einen Aufwecker. Davon haben wir hier noch ein paar. Einsetzen. Was, Becky? Komm wieder zu mir. Nicht einschlafen. So, wir müssen weiter kämpfen. Na komm. Jetzt wird Matsurika besiegt. Das ist Pummeluff. Und dann das nächste Pokémon. Wird da ein Pokémon aus der 7. Generation mitgebracht? Oder was? Na, das wäre doch was. Wenn jetzt ein Pokémon aus der 7. Generation hier auftauchen würde. Na,
Pantimos, naja. Okay, schade. Das wäre mal auch noch ein schönes. Ja, das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber gut, so geht's auch. Ja, Mazurika reicht. Muss man nicht überstrapazieren. Das kleine Extra. Nicht zu viel haben wollen, 2G, nein. Nicht die kleinen Geschenke des Spiels immer strapazieren wollen. So, Doppelkick versuche ich mal wieder. Zack, das bringt nicht viel. Pantimos ist ziemlich unbeeindruckt davon. Oha, okay, die Attacke, die bringt was. Okay, immerhin schon zur Hälfte geschwächt. Wie wäre es dann nochmal mit Flackerwand? Attacke! Zerflackern wir ihn. Okay, das hat diesmal nicht so viel gebracht. Das war wohl ein Volltreffer beim ersten Mal. Na dann, Ruckzuckhieb. Vielleicht. Ja, eins hier gegen dann dieses Pantimos. Ja. Oh, ja, Evoli besiegt oder was? Pantimos im roten Bereich. Ja, dann du, Kids. Kämpfe tapfer. Na komm. Attacke. Flügelschlag. So, zack. Na komm. Besiegt. Na denn, haben wir Mazurika besiegt. Kriegen wir jetzt einen Inselorden von ihr? Oder was? Oder zumindest ein kleines Geschenkchen von der Insel. Donnerwelle, ja, unbedingt. Wie ist denn ein Rutenschlag? Ja. Zack, 1, 2 und schwupp. Elfa Dragon hat es vergessen und Steuerwelle erlernt. Ja, nice. Mal zurück, aber siegt. Wow, wie stark bist du denn? Da falle ich ja aus allen Wolken. Du gewinnst 2640 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Captain von, ja, von Alola hervor. Du hältst einen Silberkronkorken. Ah, das ist wohl. Und du und deine Pokémon, ihr inspiriert mich gerade zu einem Bild. Ich würde euch zu gerne auf Leinwand für die Nachwelt festhalten. Gerne, mach doch. Nach Alola zurückkehren, ohne dich besiegt zu haben. Das ist wie ein unfertiges Gemälde. Hihi, nur ein Spaß. Schau einfach wieder auf Endkampf vorbei. Dann werden die Farben neu gemischt. Ja, später vielleicht, aber erstmal, ja, werden wir hier zurück nach Orania City aufbrechen. Oh. Ja, da können wir jetzt durch. Auf geht's zum nächsten Arena-Orden, wie es ausschaut. Oha, ja, so sieht's aus. Da müssen wir wohl noch ein bisschen einkaufen vorher. Ja, ein bisschen Geld haben wir gekriegt. Na dann. Gucken wir uns ein bisschen was ein. Ich werde was kaufen. Wie wär's denn mit. Ja. Nicht der Joy-Con schon wieder. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Super Tank. Ja, nicht unbedingt. Du hast 6. Dann halt 21 von hier aus. Habe ich jetzt kein Geld mehr. Nö. Nee. Hast du auch noch Belieber für mich, oder? Ach, was soll's, es ist mir zu blöd jetzt hier, ich habe ein paar Tränke. In dem Part wieder, die Steuerung geht mir echt auf den Senkel. Geht mir echt auf den Kranz. Dann kommen wir ab zum Pokémon Center und dann schauen wir mal rein in die nächste Arena. In die Arena von Orania City. Die Arena One wartet auf uns. So sieht's aus. Na dann. Zack, das Team einmal heilen. Zack, 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 zack.
wie du es da als Team länger hältst. Guck mal, sind wir topfit, dann kann es ja aufgehen. Weg zur nächsten Arena. Okay, was sagt ihr jetzt? Habe ich genug Pokémon gefangen? Vermutlich nicht. Ich war ja nur auf dem Schiff. Ich habe nichts gefangen. Da wird es nicht viel geregt haben. Ja. Achso, da ist die Arena. Da müssen wir einmal die geheime Taktik einsetzen. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Hier geht's zur Arena von Urania City. Aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie diesen Strauch zerschneiden. Für dich und Evoli sollte das natürlich kein Problem darstellen. Probier's am besten gleich mal aus. Mach ich doch glatt. Na komm. Zack, zerschneiden. Diesen Strauch könnte man mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Möchtest du, dass dein Partner die geheime Technik Spaltschnitt einsetzt? Allerdings möchte ich das. Nice. Evoli hat den Baum zerschnitten. Fabelhaft, dein Partner hat den Strauch mit einem Strich entfernt. Der Weg zur Arena steht nun offen und du darfst dich offiziell an ihr versuchen. Ich werde drinnen auf dich warten. Na dann. Ja, ein paar Container, die hier rumstehen. Noch mehr Container. So, mal den Lastwagen suchen, steht auch hier irgendwo rum. Unter dem Mew versteckt ist. Diesmal nicht. Diesmal ist kein Mew unter dem Laster versteckt. Ein übles Gerücht. Ja, ist hier nur eine Kiste. Oh, unter dieser Kiste muss Mew drunter sein. Ja, hier. Da muss ein Mew versteckt sein. Nee, der Mew ist diesmal im Pokéball Plus Controller versteckt. Nicht unter einem Laster. War es nie. Das ist ein falsches Gerücht, falls ihr es noch nicht wisst. Pokémon Arena von Urania City. Major Bob ist der Arenaleiter. Ein Blitz am Himmel des Militärs. Ein Militär. Wie es ausschaut. So, mein Team ist geheilt. Blitz, da bräuchte man Wasser-Pokémon, oder? Nein, bräuchte man das nicht. Ich weiß nicht, was da effektiv. Vielleicht müssen wir es eins vorzeigen. Ich speichere hier mal kurz zwischen. Ja, mal schauen, was wir so hier erreichen. Ich würde mal sagen, das machen wir aber auch, wenn dieser Part ein bisschen kürzer vielleicht ist. Erst im nächsten Part. Lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich in diesen Part dort reinzugehen in die Arena. Ja, wäre jetzt so ein bisschen ein herzlicher Break. Haben wir heute den Captain in diesem Part kennengelernt. Die neue Taktik haben wir gelernt. Matsurika haben wir gesehen. Boah, das ist doch was wert. Für einen Part. Spielen wir noch ein bisschen mit Blacky. Blacky hat einen leeren Blick drauf. Oha. Dann wird es wohl Zeit, dass wir mit dir spielen. Hier. Wo willst du gestreichelt werden? Wo darf man nicht streicheln? Da scheinbar nicht so sehr. Ja. Das ist auch wieder ein bisschen eine knifflige Steuerung von dem Tor, mit dem, Quatsch. Mit dem Joy-Con. Na. Den muss man so ein bisschen drehen, um das hinzukriegen. Hier. Ich mag's nicht so. Ja, da fühlt sich doch gleich wieder besser. So, ein paar Beeren. Was haben wir denn da? Hier haben wir viele von den roten Beeren. Futter. Zack, hiervon. Ja, und das darfst du auch essen. Hier die ananasähnliche Frucht. Zack. Und hier noch ein bisschen, wir mästen das Evoli. Darf hier das Mampfen vor dem Kampf. Ja. Haben wir das auch mal wieder gemacht.
Dann würde ich mal sagen, ja, im nächsten Part geht's zum Major Bob in den Kampf und in die nächste Arena, in die Arena und zum Orden von Oranias, der dritte Arena-Orden in diesem Spiel. Wenn mich nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal sitzt seid und ja nicht den nächsten Part mit Major Bob verpassen wollt. Bis dahin, habt eine angenehme fröstliche Zeit. Glöckchen aktivieren nicht vergessen. Man sieht sich. Haut da rein. Ciao, ciao.